Am Samstag, den 23. Jänner 2016, fand der jährliche Ball der FPÖ Burgenland in Schattendorf statt. Gekommen waren aber nicht nur FPÖ-Politiker unter der Führung von Landeshauptmannstellvertreter Johann Schürz, auch die Bürgermeister von Schattendorf, Johann Lotter und Leupersbach, Magister Erhard Amminger, schauten vorbei. Eröffnet wurde der Ball traditionellerweise von der Volkstanzgruppe Leupersbach. Mit Renés Musik ging es dann weiter durch den Abend. Als Überraschungsgast kam gegen Mitternacht die Sängerin Marlena Martinelli und heizte noch einmal die Stimmung an. Nach der Tombola wurde dann noch bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Thank you.
besonders auch Landeshauptmann dann stellt halt nicht rein. Ist er so sympathischer Kerl? Also ihr könnt so stolz sein auf einen Landeshauptmann. Das gehört aber so. Ja, ehrlich. So ein Bodenständiger. Ich bin so gefreut, wie ich das gehört habe. Und ja, dann habe ich natürlich gesagt, ich komme gern zu euch. Und wir machen da eine kleine Show-Einlage. Du noch auch mit mir gemeinsam los, gell? Das Video. Lasst euch überraschen. Die Klatschen. Lass du mir